Also für diejenigen unter uns, die der literarischen Behandlung des sogenannten pädagogischen Imperativs, wie es bei Barbara Johnson heißt, eine besondere Bedeutung beimessen, markiert das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts eine Zeitspanne beträchtlicher Tragweite. Etwa mit Heinrich Mahns Professor Unrat startet im Jahr 1905 eine Serie von Narrativen, deren Fokus auf der Erziehung Jugendlicher, hauptsächlich junger Männer, liegt. Dementsprechend befindet sich die soziale Einrichtung der Schule, zumal des Internats, im Zentrum einiger der wirkungsvollsten literarischen Anstrengungen der Moderne. An den Namen Heinrich Mahns reihen sich etwa diejenigen Hermann Hesses, Rainer Maria Rilkes, Robert Walsers, Robert Musils, um nur einige zu nennen. Der genealogische Verlauf dieser pädagogischen Dichtung ließe sich durch das sich entfaltende Jahrhundert weiterverfolgen, etwa im Hinblick auf Friedrich Thorbergs Der Schüler Gerber und Ödön von Horváths Jugend ohne Gott in den 30er Jahren, Siegfried Lenzens Deutschstunde in den späten 60ern, bis hin zu Elfriede Jelineks Klavierspielerin im Jahr 1983 und darüber hinaus. Es versteht sich, dass diese tentative Genealogie keineswegs das Prädikat erschöpfend beansprucht. Es geht hier lediglich darum, eine gewisse Ahnung der absoluten Prominenz zu liefern, die das Problem des Pädagogischen innerhalb einer deutschsprachigen Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts beansprucht. Viele der Texte, die hier in Frage stehen, ließen sich als Institutionenromane bezeichnen, mit einem Begriff, den Rüdiger Campe in zahlreichen Aufsätzen über Kafka, Walser, Musil, Thomas Mann, James Joyce entwickelt hat. Ein Aspekt, der den Institutionenroman von der Tradition des Bildungsromans unterscheidet, mit welcher er dennoch auf komplexe Weise verquickt ist, bezieht sich auf seinen episodischen Charakter. Das heißt, dass der Roman der Institution kein holistisches Abbild eines Lebens, keine ausführliche, in sich geschlossene Biografie des Protagonisten liefern möchte, sondern sich eher für ein Leben zerschnitten in Scheibchen, also aufgeteilt in Kapitel und Episoden, interessiert. Der Institutionenroman liefert episodisch die Nahaufnahme eines bestimmten Lebensabschnitts, und zwar im Hinblick auf das institutionelle Gestell und seine diskursiven Mechanismen, von denen dies Leben und seine Form zuallererst produziert wird. Der episodische Charakter stellt sich her durchs Überschreiten der Schwelle zum institutionellen Dispositiv, welcher Akt üblicherweise mit dem Romananfang zusammenfällt. Es geht um den Eintritt in die Einrichtung, das Verbleiben darin und den endlichen Ausschied. Misslingt der Austritt aus dem institutionellen Gefüge, bleibt als Alternative oft nur der Tod. Man denke etwa an Thorbergs Gerber oder an die Exekution Josef K.'s am Ende von Kafkas Prozess. Zum Namen Kafka sollte noch angefügt werden, dass sich der Institutionenroman freilich nicht auf den Ort von Erziehung beschränkt. Vielmehr ließe sich jede moderne Einrichtung oder institutionelle Praxis, die der Produktion und Regulierung von Lebensformen dient, als Schauplatz eines Romans der Institution denken. In seinen jüngsten Arbeiten geht Campe dem Problem sogar im Mann ohne Eigenschaften nach. Einem Roman also, der der Frage nach der Institutionenhaftigkeit moderner Prosa dahingehend auf den Grund geht, dass er sich nicht nur danach erkundet, wie Institutionen Leben formen, sondern wie gesellschaftliche Einrichtungen selbst überhaupt erst zur Form gelangen. Um für den Moment beim Problem des Pädagogischen zu bleiben, lässt sich beobachten, wie das Leben innerhalb der Institution, also die innerinstitutionellen Prozesse der Herstellung von Lebensform, strukturell durch die Applikation von Gewalt definiert sind. Dies geschieht zum einen auf eine traditionelle Weise, einem vertikalen Vektor entsprechend, als das Unterdrucksetzen des Subjekts gleichsam von oben. Repräsentiert und ausgeführt wird dieser vertikale Zwang von der Figur des sadistischen Schulmeisters, dessen Motiv in den Texten der Zeit ein oft und eingehend erkundetes ist. Man denke etwa an Professor Unrat,
an Walsers Herrn Benjamenta oder an Thorbergs Gott Kupfer. Diese vertikale Kraftlinie, welche hierarchisierend zwischen Schulmeister und Schüler eine Unterscheidung trifft, wird zum anderen durch ein horizontales Gewaltgeschehen komplementiert, dementsprechend Schüler gegeneinander vorgehen und ihre Aggression gegen sich selbst eher denn gegen die Institution und ihre Repräsentanten einsetzt. So ist etwa der Akt des Schülerselbstmords ein Topos, der in zahlreichen der in Frage stehenden Texte erkundet wird, etwa bei Hesse oder Thorberg. Das horizontale Gewaltgeschehen, das der Schülerschaft sozusagen immanent ist, ist denn oft verbunden mit einem Hochkochen jugendlicher Sexualität, wie es vielleicht am deutlichsten im Turles zur Sprache kommt. Diese modernen wie zeitgenössischen Erkundungen des pädagogischen Imperativs ließen sich daher durchaus als Allegorien der Zucht bezeichnen, und zwar im dreifachen Sinne von Aufzucht, Züchtigung und Züchtung. Was hier gezüchtet wird, ist allerdings nicht biologisches Leben per se, sondern jene Gewalt, die hinter und zwischen den agierenden Subjekten wirkt und ohne die es eine Zucht nicht gäbe. Generell ließe sich sagen, und damit sei eines meiner zentralen Argumente an dieser Stelle vorweggenommen, dass der Institutionenroman der Erziehung ganz zentral auf die Vermehrung von Gewalt abstellt, diese Vermehrung abbildet, in die eigene Komposition einspeist, um endlich darüber vielleicht sogar die Kontrolle zu verlieren. Anders gesagt, die Formen der Gewalt, die hier am Werk sind, sind stets vielfältiger und tiefgreifender, als das Urteil über ihre Repräsentation sie einzuschätzen erlaubt. Wenn wir uns für den Moment auf Musils Turles konzentrieren, fällt sogleich ins Auge, dass das institutionelle Gestell, seine disziplinären Mechanismen sowie seine direkten Repräsentanten zunehmend in den Hintergrund treten. Und das wurde ja jetzt in der, im Gespräch vorhin auch unterstrichen. Während das horizontale Gewaltgeschehen zwischen den Schülern mehr und mehr narrativen Platz einnimmt. Also obwohl man hat gesagt, die Schüler sind sich selbst überlassen. Mit gutem Grund hat die Forschung am Roman den Misshandlungen des Schülers Basini, dessen Körper im Zentrum der Gewaltfantasien und Akte seiner Kollegen sitzt, große Aufmerksamkeit geschenkt. Freilich aber ist ein Gewaltgeschehen, das sich innerhalb der Institution abspielt, wobei es weder direkt der Institution entstammt, etwa als Druck von oben, noch sich als Rebellion gegen die Institution richtet, dennoch irgendwie von der Institution sanktioniert. Campe kann deshalb mehr oder weniger im Vorbeigehen behaupten, in den Sadismen, die sich im Laufe des Narrativs auf den Körper Basinis richten, kehre, Zitat, die Gewalt jenes Grundes wieder, der im rechtstheoretischen wie im musilschen Sinne der mystische Grund der Institution ist. Zitat Ende. Diese Formulierung, die sich implizit an Jacques Derridas Argument in Force de Loi orientiert, sieht im horizontalen Gewaltgeschehen zwischen den Zöglingen eine Wiederkehr jener Gewalt, die zur ursprünglichen Gründung der Institution allererst nötig gewesen war. Im Sinne Benjamins könnte man diese Gewalt als rechtssetzend bezeichnen, und zwar im Gegensatz zu konservativen, rechtserhaltenden Gewalten, die für den Fortbestand von Institutionen verantwortlich zeichnen. Die Weise, in der Campe also jene performative Gewalt, die eine Institution allererst ins Sein setzt, mit der Praxis des Sadismus in Beziehung bringt, spiegelt außerdem ein zentrales Argument von Gilles Deleuze in seiner Präsentation Sacher Masochs. Dort geht Deleuze nämlich davon aus, dass der Masochist sich vom Sadisten dahingehend unterscheidet, dass letzterer Institutionen gründen und errichten möchte, während jener das Abschließen von Verträgen anstrebt. Trifft diese Gegenüberstellung zu, dann lässt sich sagen, dass in den Sadismen, die sich innerhalb einer gegebenen Institution abspielen, nicht nur ein Echo jener Gründungsgewalt hörbar wird, die für das Sein der Institution zuallererst verantwortlich ist. Vielmehr wäre diese Gründungsgewalt selbst in sich bereits sadistisch gewesen, sodass davon auszugehen ist, dass jenem
jedem institutionellen Gefüge, auch dem der Universität, grundsätzlich ein sadistisches Element schon strukturell einmontiert ist. Es stellt sich allerdings die Frage, ob der Hinweis auf diese sadistische Gewalt, so grundlegend sie sein will, ausreicht, um Turleses Disposition verstehbar zu machen. Denn das Verhältnis des Zöglings Turles zu diesen fundamentalen Akten sadistischer Gewalt nimmt sich recht kompliziert aus. Folgt man dem Argument, das Karl Nikark vorschlägt, der ja gerade auch schon erwähnt wurde, ist die Lage Turleses jedenfalls nicht auf jene Sadismen reduzierbar, in welchen Campe die Gründung der Institution gespiegelt sieht. So ist die Gewalt, die sich gegen Basini richtet, kontrastiert von Turleses Identifikation mit dem Opfer, was Nikark als einen grundlegenden Masochismus im Verhalten von Turles zu lesen empfiehlt. Es wäre zu simpel, diesen Masochismus schlicht als Pendant zu den ihn rahmenden sadistischen Ausbrüchen zu verstehen. Vielmehr eröffnet sich innerhalb der sadistischen Institution durch ihn etwas wie ein erotopädagogisches Gegenprogramm, das die Richtung von Turleses Entwicklungsgang vorgibt. Nikark schlägt vor, dass dieser masochistische Entwicklungsgang im Laufe seiner Entfaltung drei Stufen durchschreitet. Erstens schließt der Zögling enge Freundschaft mit zwei jungen Männern, Beineberg und Reiting, deren aggressives Männerbild Turleses eigenem Mannsein krass widerspricht, wodurch er sich in eine, Zitat, quasi feminine Haltung der Passivität und des Beobachtens gedrängt sieht. Und eine passive Einstellung zum Sexualleben wird von Freud immer wieder als Masochismus gedeutet. Zweitens findet sich Turles unfähig, sich an der sadistischen Gewalt gegen Basini, sobald diese ihren Lauf nimmt, integral aktiv zu beteiligen. Stattdessen tut sich in der Position des skopophilen Beobachters die Möglichkeit der Identifikation mit dem Opfer auf, des Nacherlebens der Erniedrigungen am eigenen Körper. Drittens und letztlich setzt sich Turles über diese Identifikation hinweg, um die Haltung einer moralischen Überlegenheit einzunehmen. Man erinnere sich an jene Einvernahme, die Turles am Ende des Romans vor der Internatsleitung gleichsam vom Stapel lässt. Seine Haltung während der Befragung wird vom Erzähler als trotzig bezeichnet. Und die uneindeutige Reaktion der Zuhörer auf seine Ausführungen erzeugen bei ihm das Gefühl, und ich zitiere jetzt, einer hochmütigen Überlegenheit über diese älteren Leute, die von den Zuständen des menschlichen Inneren so wenig zu wissen scheinen. Zitat Ende. Der Eindruck einer moralischen Ausnahmestellung ist so stark, dass Turles sich buchstäblich über seine Gesprächspartner erhebt, die Position desjenigen einzunehmen, der hier urteilt. Zitat, er hatte sich aufgerichtet, so stolz, als sei er hier Richter. Zitat Ende. Nikark weist darauf hin, dass die drei Stadien der masochistischen Entwicklung Turleses eng mit jenem Schema korrespondieren, das Freud 1924 in das ökonomische Problem des Masochismus vorschlägt. Trotz seiner Kürze präsentiert dieser Text Freuds ausführlichste Befassung mit dem Phänomen. Seine Grundannahme liegt darin, den Masochismus als Effekt jener für das Leben so wichtigen Legierungen von Todestrieb und Eros zu verstehen, die sich früh in der Entwicklung des Organismus abspielt. In diesem Stadium fallen der Masochismus und das, was Freud hier Ursadismus nennt, zusammen. Dieses ontologische In-Eins-Setzen der beiden Perversionen wird im weiteren Verlauf des Jahrhunderts starke Kritik erfahren, zumal von Deleuze in der erwähnten Studie über Maso. Dies sei für den Moment allerdings dahingestellt. In Freuds Darstellung wird jedenfalls zwischen drei Ausformungen der masochistischen Anlage unterschieden, die sich mit Nikark auf Turles rückbeziehen lassen. Zum einen gibt es den sogenannten femininen Masochismus, der auf die Herstellung einer radikalen Abhängigkeit und Passivität zielt und sich auf Turleses Zurückhaltung, seine Machtlosigkeit, was die Gewalt gegen Basini betrifft, umlegen lässt. Hinzu kommt der erogene Masochismus, die eigentliche Schmerzlust,
welche sich in Turles' Identifikation mit dem Gewaltopfer spiegelt. Und drittens spricht Freud vom moralischen Masochismus, der sich in der eben angedeuteten moralischen Überlegenheit äußert, die Turles am Ende während der Einvernahme durch die Schulleitung an den Tag legt. Ohne die Stichhaltigkeit von Freuds Schema und auch Nikaks Annahmen darüber weiter zu kommentieren, soll es im Folgenden vor allem um jenes Element im Masochismus gehen, in welches Freuds Argument gipfelt und das, so mein Vorschlag, für ein Verständnis von Turles' Lage am unabdingbarsten sich erweist, nämlich das Moralische. Diese dritte und vergeistigste Form des Masochismus spielt sich nicht, wie die anderen beiden, auf einer intersubjektiven Ebene ab, sondern vollzieht sich im Organismus selbst als Konflikt zwischen Ich und Über-Ich, und zwar sofern letzterem die Funktion eines Gewissens zugeschrieben werden kann. Das Über-Ich, schreibt Freud, Zitat, ist dadurch entstanden, dass die ersten Objekte der libidinösen Regungen des S, das Elternpaar, ins Ich introjiziert wurden, wobei die Beziehung zu ihnen desexualisiert wurde, eine Ablenkung von den direkten Sexualzielen erfuhr. Zitat Ende. Dieser Vorgang ist grundlegend für die Überwindung des Ödipus-Komplexes und zeitigt als weiteren Effekt die Installation einer moralischen Autorität im Gewissen, welche gleichsam von den Eltern geborgt ist. Desexualisiert und introjiziert, bleibt von den externen Vorbildern rein deren Macht. Für den Konnex mit Musil ist entscheidend, dass sich Freud in diesem Zusammenhang explizit auf Immanuel Kant bezieht, dessen Moralphilosophie als Modell der finalen posterogenen Ausformung des Masochismus herangezogen wird. Freud argumentiert, dass sich der moralische Masochismus in der Form eines übertriebenen Strafbedürfnisses äußere, das sich an das Über-Ich, an das im Über-Ich angesiedelte schlechte Gewissen adressiert. Die Introjektion der elterlichen Autorität, die endlich zur Einrichtung des Über-Ichs führte, wodurch der Ödipus-Komplex ersetzt werden konnte, markiert Freud als den Ursprung aller subjektiven Moral. Zitat, der Ödipus-Komplex erweist sich so, wie bereits historisch gemutmaßt wurde, als die Quelle unserer individuellen Sittlichkeit. Klammer auf, Moral, Klammer zu. Zitat Ende. Als philosophischer Zeuge dieses Umstands wird im selben Zusammenhang denn auch Immanuel Kant aufgerufen. Hinsichtlich dessen Freud behauptet, der kategorische Imperativ Kants ist so der direkte Erbe des Ödipus-Komplexes. Zitat Ende. In ihm formuliert sich gleichsam die Härte, das Grausame, die Unerbittlichkeit des im Über-Ich wirksamen Gewissens. Der kategorische Imperativ leitet sich mithin nicht aus den Gesetzen der Vernunft ab, sondern findet seine organische Basis in der desexualisierten Verinnerlichung elterlicher Autorität. Kehren wir also vor diesem Hintergrund zu Musil zurück, offenbart sich mehr als eine kuriose Koinzidenz, wenn wir daran erinnern, dass der Name Kant im Turles-Roman eine durchaus nicht nebensächliche Rolle einnimmt. Verwirrt über den referenziellen Charakter irrationaler Zahlen, sucht Turles eines Tages das Gespräch mit seinem Mathematiklehrer, von dem er sich Aufklärung über die dunklen Klüfte der mathematischen Erkenntnis erwartet. Im bescheidenen Apartment der Lehrperson fällt Turles' Blick allerdings auf ein Buch, das sich als ein zentrales Werk Immanuel Kants herausstellt. Zu Beginn seiner Abhandlung über die zynische Vernunft geht Peter Sloterdijk kurz auf diese Episode in Musils Roman ein und identifiziert den in Frage stehenden Kant-Band mit der Kritik der reinen Vernunft. Bei Musil lesen wir allerdings, und diese Worte sind dem Lehrer in den Mund gelegt, dass jenes Buch, welches die Aufmerksamkeit des Zöglings so stark auf sich zieht, die Bestimmungsstücke unseres Handelns enthalte. Die Bestimmungsstücke unseres Handelns. Es ist also davon auszugehen, dass sich die Episode nicht die reine, sondern die praktische Vernunft zum Problem macht. Und dass also Turles' Mathelehrer sich in seinen freien Minuten Kants Moralphilosophie widmet.
Obwohl sein exakter Titel nicht genannt wird, handelt es sich also wohl entweder um die Metaphysik der Sitten, deren Grundlegung oder Kants zweite Kritik, mithin genau um jene Texte, in welche bei Freud die Entwicklung und zunehmende Vergeistigung des Masochismus münden. Nach der ominösen Begegnung mit dem Text kann sich Törleß das Kant-Buch des Lehrers nicht mehr aus dem Kopf schlagen. So lesen wir, dass er sich am nächsten Tag gleich der Mission verschreibt, eine Reklamausgabe jenes Bandes zu kaufen, den er beim Professor gesehen hatte. Gleich die erste Pause reserviert er, um mit der Lektüre zu beginnen. Jedoch führt die sich entfaltende Leseszene unmittelbar zur Enttäuschung. Zitat: Vor lauter Klammern und Fußnoten verstand er kein Wort. Und wenn er gewissenhaft mit den Augen den Sätzen folgte, war ihm, als drehe eine alte, knöcherne Hand ihm das Gehirn in Schraubenwindungen aus dem Kopfe. Als er nach etwa einer halben Stunde erschöpft aufhörte, war er nur bis zur zweiten Seite gelangt und Schweiß stand auf seiner Stirne. Zitat Ende. Sloterdijk kommentiert lapidar: Der Schweißausbruch von Törleß nach zwei Seiten enthält so viel Wahrheit wie der ganze Kantianismus. Zitat Ende. Diese Wahrheit jedoch ist, so ist mittlerweile hoffentlich deutlich geworden, verhandelt einen masochistischen Mehrwert. Ist es doch schwer zu übersehen, dass die Szene des Lesens selbst zum masochistischen Akt gerät, zu einer Lust am Schmerz, dessen Quelle die Lektüre selbst ist. Das Bartsche Diktum eines Plaisir du Texte legt somit die Patina einer eigentümlich negativen Jouissance an. Obwohl die Lektüre schmerzt, setzt Törleß sie fort. Er beißt, schreibt Musil, die Zähne aufeinander und las nochmal eine Seite weiter, bis die Pause zu Ende war. Die Lektüre selbst wird zum masochistischen Verfahren. Und das Problem, das sich für uns LeserInnen dieser Szene des Lesens stellt, bezieht sich zunächst auf ihre Stellung zu dem, was Freud moralischen Masochismus nennt. Ist es denn bereits der kategorische Imperativ, der Törleß hier schmerzt? Ist der Imperativ, der zum Lesen zwingt, denn ein kategorischer? Oder spürt Törleß den Schmerz des sich Vorarbeitens zur moralischen Grundeinsicht, deren Gewalt dann doch wieder eine ganz andere wäre? Man könnte sagen, es doppelt sich hier das Schmerzpotenzial des moralischen Masochismus dahingehend, dass zur Gewalt des Gewissens und also zum Schmerz, der laut Freud vom kategorischen Imperativ ausgeht, eine andere Gewalt sozusagen vermittelnd hinzukommt, nämlich die Gewalt des Lesens selbst. Es ist diese Gewalt, die das Problem der Schmerzerfahrung wieder aus dem Subjekt auslagert und sich nicht in der Vernunft, im Über-Ich oder im Gewissen abspielt oder davon ausgeht, sondern erst jenen Körper gleichsam als Lektüre-Effekt erzeugt, der einst unter einem Gewissen leiden soll. Bekanntermaßen wurde Kants kategorischer Imperativ schon des Öfteren im Zusammenhang unbändiger Gewalt, zumal einer sexuellen, gelesen. Nietzsche behauptet bekanntlich in der Genealogie der Moral lapidar, der kategorische Imperativ rieche nach Grausamkeit. Und vor allem aber sind die Arbeiten Horkheimers und Adornos und späterhin Lacans zu erwähnen, die Kants Aufklärung vor dem Hintergrund jener Gewaltorgien verstehen, die sich beim Marquis de Sade finden. Musils Episode scheint sich nun in diese oder in die Tradition dieses Diskurses einzuschreiben. Allerdings nicht ohne dessen Parameter grundsätzlich und grundlegend zu verschieben. Denn hier wird das Problem als jenes einer masochistischen Leseerfahrung etabliert und perspektiviert. Mit einem grundlegenden Begriff Paul de Mans könnte man sagen, dass es sich bei Törleß' Kant-Lektüre um eine Allegorie des Lesens handelt. Was heißt, dass sie keineswegs in ihrer phänomenalen Darstellung und also in ihrem Repräsentationsgehalt aufgeht, sondern als Ort der Gewalt auf alle anderen Formen von Gewalt, Zwang, Schmerz und der Lust daran verweist,
deren Multiplikation das Narrativ des Romans sozusagen ausmacht. Das heißt nichts anderes, als dass die körperliche Gewalt, die sich beispielsweise gegen Basini richtet, nicht wesentlich von jener unterscheidet, die Törleß während seiner Kant-Lektüre erfährt. Die Allegorie des Lesens wird so zu einer Allegorie der Gewalt, mehr noch zu einer Allegorie der verschiedenen Formen von Gewalt, zu denen Musils Roman gleichsam fähig ist. Den Roman selbst als Gewaltvehikel zu verstehen, bringt es letztlich mit sich, auch unsere eigene Lage in Bezug auf diesen Text, und ich meine den Musilschen, zu berücksichtigen. Törleß beim Lesen zuzulesen, impliziert freilich die Perspektive auf uns, die wir Törleßes Leseszene lesend selbst den Törleß lesen. Wenn es wahr ist, dass Lesen in diesem Roman unter anderem Gewalt bedeutet, zumindest Schmerz erzeugt, dann ist diese Hypothese auch auf unser eigenes Verhältnis zu Musils Roman auszuweiten und wirft somit die Frage auf, ob die Musil-Lektüre selbst eine Erfahrung der Schmerzenslust eröffnet. Freilich ist dieses Problem nicht auf Törleß beschränkt. Vielmehr lässt sich sagen, dass die Scène de Lecture einen integralen Schauplatz masochistischer Verhältnisse markiert. In der mehrmals schon erwähnten Studie über Masoch entwickelte Loes den Gedanken, dass der Masochist die Funktion eines Erziehers einnimmt. Das heißt, dass er didaktisch dafür Sorge trägt, dass sein Begehren entsprechend ausgetragen und umgesetzt wird. Für diesen Zweck muss das Gegenüber, der eigentliche Umsetzer der masochistischen Fantasie, hinreichend abgerichtet werden. Deleuze kommentiert kurzerhand: Hier ist nun alles Überredung und Erziehung. Dies heißt nichts anderes, als dass es dem Masochisten um die erzieherische Einweisung ins Curriculum seines Begehrens zu tun ist. Und dazu bedarf es eines bestimmten pädagogischen Programms und einer Reihe erzieherischer Gesten. Der Masochist muss sich seine Despotin heranbilden, er muss sie überreden. Bei Deleuze liegt der Fokus der Analyse dieses Umstands auf dem Problem der Rhetorik. Das heißt, dass er sich vorwiegend für die sprachlichen Mittel interessiert, welche die Überredung und Erziehung zur Despotin ermöglichen. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, dass dem Masochismus seine eigene Lektüreliste eingeschrieben ist. Und dass über die Rhetorik des Erziehens und Überredens hinaus Szenen des Lesens die Ökonomie der masochistischen Disposition wesentlich strukturieren. Man braucht diesbezüglich bloß an den Anfang von Venus im Pelz zu denken, wo Sacher Masoch den Erzähler der Rahmenhandlung aufwecken lässt, weil dieser bei der Hegel-Lektüre eingeschlafen war. Für Deleuze ist dies bereits Grund genug anzunehmen, dass der Masochist im Kern ein Dialektiker ist, ein Idealist. Innerhalb von Masochs Roman gibt es auch noch zahlreiche weitere Leseszenen, welche die masochistische Situation determinieren. Aber auch wenn man sich näher ans Umfeld des Törleß heranbewegt, finden sich weitere einschlägige Beispiele solcher Lektüreakte. Man denke etwa an das Institut Beniamenta im Jakob von Gunden, wo es bloß ein einziges Schulbuch gibt, welches sich allerdings nicht auf ein spezifisches Schulfach, sondern auf die Institution an sich bezieht. Was bezweckt Beniamentas Knabenschule? Heißt das Buch im Titel, womit angezeigt ist, dass hier völlig frei von pädagogischen Inhalten operiert wird und am Ende nur die Erziehungseinrichtung selbst als einzig noch möglicher Gegenstand der Vermittlung erhalten bleibt. Nichts wird hier unterrichtet, kein Wissen wird hier verhandelt, kein Denken gefördert, keine Sprachen, keine Begriffe, keine Wahrheiten mitgeteilt, sondern das einzig noch mögliche pädagogische Thema ist die Einrichtung der Pädagogik selbst, welcher Selbstbezug sich schließlich auch in einer gewaltsamen Monotonie der Didaktik niederschlägt. Zitat: Es gibt nur eine einzige Stunde und die wiederholt sich immer. Schreibt Weiser.
Der zu Beginn des Vortrags erwähnte Roman Heinrich Manns wiederum beginnt mit einer Leseszene, die sich auf Schiller bezieht. Genauer auf dessen Jungfrau von Orléans. Und ich möchte en passant darauf hinweisen, dass es oft klassische Texte sind, die hier eine Rolle spielen. So Kant bei Musil, Hegel bei Masoch, Schiller bei Heinrich Mann. Es ist davon auszugehen, dass in diesen Romanen der Institution, der Erziehung und der erzieherischen Gewalt das auf dem Spiel steht, was die Klassik Bildung nennt. Als Unratsklasse, und im Namen Unrat taucht das Un wieder auf, das wir heute schon besprochen haben, als Unratsklasse sich für ein schriftliches Examen zusammenfindet, bittet der Professor den Primarius namens Angst, das Prüfungsthema an die Tafel zu schreiben. Und ich zitiere: Alle sahen mit Spannung unter der Kreide die Buchstaben entstehen, von denen so viel abhing. Wenn es nun eine Szene betraf, die man zufällig nie präpariert hatte, dann hatte man keinen Dunst und saß drin. Schließlich stand dort oben zu lesen: Johanna, Doppelpunkt, es waren drei Gebete, die du tatst. Thema, Doppelpunkt, das dritte Gebet. Als sie dies gelesen hatten, sahen alle einander an, denn alle saßen drin. Unrat hatte sie hineingelegt. Die hier sich entfaltende Szene des Lesens entwirft einerseits eine Art Genesis des Lektürevermögens. Sieht man doch die Worte und Buchstaben auf dem Dunkel der Tafel erst entstehen, ganz als geschehe es zum ersten Mal, als würde hier gleichsam etwas wie Schrift und die Möglichkeit ihrer Entzifferung erst erfunden. Andererseits ist die Natur des hier auf dem Spiel stehenden Lesens eine entschieden sekundäre, denn der Akt des Ablesens von der Tafel ist im besten Fall für den Schüler einer des Wiederlesens, das heißt des Wiedererkennens dessen, was man gelernt hat. Man wünscht sich eine Passage, die man gut kennt, genau studiert und oft schon gelesen hat. Die Lektüre eröffnet so keinen neuen hermeneutischen Horizont, sondern bestätigt schlicht bereits generiertes Wissen. Diese Doppelung des Wesens der Lektüre wird gerahmt vom Umstand, dass uns diese Szene zurück auf das Problem sadistischen Vergnügens führt. Denn die Zermürbung auf der Seite der Schüler geschieht freilich zugunsten eines Lustgewinns seitens des Professors. Unrat, so erfährt man aus dieser Episode, macht sich einen sinistren Scherz aus der Prüfungsangelegenheit und nimmt unter den Zöglingen, und niemand unter den Zöglingen kann eine sinnvolle Korrespondenz zwischen dem aus den Tiefen des Tafeldunkels hervorgetretenen Prüfungsthema und jenen intensiven Leseübungen erkennen, die man im Vorfeld dem Werk Schillers gewidmet hatte. Immerhin, mit der Jungfrau von Orléans beschäftigte sich die Klasse seit Ostern. Zitat: Man hatte sie vor- und rückwärts gelesen, Szenen auswendig gelernt, geschichtliche Erläuterungen geliefert, Poetik an ihr getrieben und Grammatik, ihre Verse in Prosa übertragen und die Prosa zurück in Verse. Zitat Ende. All diese transversalen Akte des Lesens führten letzten Endes zu nichts, da die Leseszene im Examen die Beteiligten in völliger Ratlosigkeit zurücklässt. Unrat hatte sie hineingelegt. Dieser kurze Exkurs hatte zwei Ziele im Auge. Auf der einen Seite sollte Musils Törleß und die darin vorkommende Gewalt des Lesens historisierend kontextualisiert werden. Auf der anderen Seite galt es zu zeigen, dass das Verhältnis zwischen Lesen und Schmerz, Lesen und Gewalt keineswegs sich auf Törleßes Kant-Lektüre reduzieren lässt, sondern diese in eine Tradition einschreibt, die mindestens bis Masoch, wenn nicht weiter, zurückreicht. Romane, deren Sache die Gewalt ist, drehen sich nicht zuletzt um die Gewalt des Lesens und damit auch ums Gewaltsame ihrer eigenen Lektüre. Wie die Beispiele zeigen,
markiert die Szene des Lesens den privilegierten Ort für die Vermittlung jener Arten von Gewalt, welche den modernen Roman der pädagogischen Institution bedingen. Die Allegorie des Lesens, die immer auch unsere eigene Position als Leserinnen befragt, impliziert und destabilisiert, wird zum Fokus, zum Brennpunkt der verschiedenen Formen der Gewalt, deren Multiplikation das Narrativ strukturiert. Wenn wir vor diesem Hintergrund zu Törleß und seiner Begegnung mit Kant zurückkehren, so ist der Gegenstand seiner Lektüre noch einmal exakter auf das hin zu befragen, was denn genau an diesem Lesen schmerzvoll ist. In dieser Hinsicht ist es kaum zufriedenstellend, auf das schale Argument zu verweisen, dass eine Kant-Lektüre, zumal eine initiale, eben schon aufgrund ihres immensen Schwierigkeitsgrades schmerzhaft ist. Ich habe vorgeschlagen, dass die Prominenz des Namens Kant in Musils Text keine zufällige ist, sondern sich aus der Struktur der masochistischen Situation selbst ergibt. Mit Freud konnte man sehen, dass der Name Kant in der Psychoanalyse für die Vergeistigung der Schmerzeslust steht und also für den Terror des subjektiven Gewissens. Wollen wir diesen Konnex zwischen der Ökonomie des Masochismus und den transzendentalen Maximen der praktischen Vernunft ernst nehmen, so ist letztlich der Kantsche Text selbst dahingehend zu befragen, ob und wie sich um den kategorischen Imperativ so etwas wie Schmerz freisetzt. Und welche Art von Schmerz wäre das, die direkt von der Vernunft ausginge? Und ist auch mit diesem Schmerz etwas wie Lust verbunden? Und wem gebührte das Empfinden derselben, wodurch der Imperativ der Moral sich über jedweden Sinneseindruck erhaben zeigt? Kant geht auf dieses Problem nicht ausführlich ein, aber er streift es. Den Triebfedern der reinen praktischen Vernunft nachgehend schreibt Kant im dritten Hauptstück der zweiten Kritik, dass die Bestimmung des Willens durch sittliche Gesetz diesen nicht seiner Freiheit beraubt, sondern ihn unter Abweisung sinnlicher Antriebe erst zu einem Freien mache. Der freie Wille bestimmt sich mithin durch den Abbruch aller Neigungen, sofern sie dem Gesetz der Vernunft zuwiderlaufen. Dies wirft die Frage danach auf, was denn der Abbruch der Neigungen durch das Gesetz genau für unseren Gefühlshaushalt bedeutet, und Kant behandelt dieses Problem in einer eigentümlich aporetischen Passage, und er schreibt: Alle Neigungen und jeder sinnliche Antrieb ist auf Gefühl gegründet. Und die negative Wirkung aufs Gefühl durch den Abbruch, der den Neigungen geschieht, ist selbst Gefühl. Folglich können wir a priori einsehen, dass das moralische Gesetz als Bestimmungsgrund des Willens dadurch, dass es allen unseren Neigungen Eintrag tut, ein Gefühl bewirken müsse, welches Schmerz genannt werden kann. Und hier haben wir nun den ersten, vielleicht auch den einzigen Fall, da wir aus Begriffen a priori das Verhältnis eines Erkenntnisses, hier ist es einer reinen praktischen Vernunft, zum Gefühl der Lust oder Unlust bestimmen konnten. Also ich weiß, diese Passage ist relativ kompliziert, aber mir geht es darum, dass Kant hier argumentiert, dass das moralische Gesetz selbst ein Gefühl erzeugt, das Schmerz genannt werden kann. Was hier zur Sprache steht, ist nichts Geringeres als die Möglichkeit eines Gefühls, das allen empirischen Neigungen entbunden ist und sich deshalb voll aus der reinen Vernunfterkenntnis erschließt. Kant argumentiert, dass das Gefühl der Ausschaltung aller Gefühle selbst noch Gefühl ist. Und der Name, den er diesem Gefühl verleiht, ist, dass den Abbruch all unserer Neigungen anzeigt und eigentlich keins mehr ist, ist der des Schmerzes. Dieser Schmerz ist allerdings kein empirischer Schmerz mehr, sondern eine Art transzendentaler Schmerz. Er nennt es ein Gefühl a priori. Wenn alles Gefühl sich auf Neigung gründet,
dann ist transzendentaler Schmerz jenes Gefühl, das sich einstellt, wenn alle Neigungen ausgeschaltet sind und es also keine Grundlage für etwas wie Gefühl mehr gibt. Es ist das Schmerzgefühl über den Verlust aller Gefühle, ein Gefühlsunmöglichkeitsgefühl. Wollte man nun Freuds Bezug auf Kant über die eigenen argumentativen Grenzen hinaustreiben, könnte man sich fragen, ob in der Kritik der praktischen Vernunft also etwas wie ein transzendentaler Masochismus am Werke ist. Also ein schmerzvolles Verhältnis des Gesetzes der praktischen Vernunft zur Möglichkeit von Lust und Unlust. Es wird vor diesem Hintergrund hoffentlich deutlich, weshalb Thurlis' Szene des Lesens eine so große Aufmerksamkeit verdient. Ihre Erfahrung ist nämlich eingespannt in die empirische Lappalie der Begegnung mit einem schwierigen Text einerseits und so schwierig, dass das Lesen wehtut, und die transzendentalen Implikationen des Gegenstands seiner Lektüre andererseits. Noch einmal, es ist kein Zufall, dass Thurlis Kants praktische Philosophie liest. Die Kant-Lektüre fächert so das ganze Spektrum der Schmerzerfahrungen und der sie bedingenden Gewaltformen auf, die sich in Musils Roman beobachten lassen. Als Urort der Gewalt oder Ort der Gewalt a priori ist die Lektüreszene die ontologische Grundlage aller Gewaltphänomene, die den Raum des Romans ausfüllen. Es wäre deshalb ein Irrtum, von der Gewalt gegen Basini einerseits und der Gewalt der Lektüre andererseits zu sprechen. Vielmehr vermittelt die Allegorie des Lesens die verschiedenen Gewaltakte, die den Roman strukturieren. Diese verlaufen durch diverse Dachkammern und Hinterzimmer, die sich phänomenologisch beschreiben und empirisch erkunden lassen und münden letztlich in der reinen Gewalt der Sittlichkeit selbst. Vielen Dank.